Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin zu der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Omsi-Folge hier auf diesem Kanal. Ja, unser Zuschauer, unser Freund, unser Freund halt der Hobbyfilmer hat uns ein kleines Repaint gebastelt hier zu unserem 1000 Abonnenten. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank, Hobbyfilmer. Also es ist ja nun, ich finde sowas mega nett. Ja, das ist so richtig putzig. Entschuldigung, das muss ich hier mal so an der Stelle loswerden. Er hat uns hier so ein kleines Repaint hier gebastelt mit der schönen 1000, unsere Logos, hier verschiedene 1000 hier rauf. Und ja, hier seht schon ein ÖPNV-Logo und, ja. YouTube, 1000 und das ist putzig. Das ist putzig. Dass wir jetzt hier natürlich die Folge heute dementsprechend jetzt aufnehmen müssen für natürlich hier die 1000 Abonnenten. Erstmal an der Stelle wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für all euer Feedback. Natürlich ist das aber natürlich nicht unser Special hier. Das kommt natürlich ein wenig später. Wir werden das, wie gesagt, heute hier auf der Linie 601 heute einfach mal fahren. Das ist ja nun zählt ja zu den meine allerliebsten Omsi-Strecken, die es ja hier ever gibt. Und ja, von daher freue ich mich natürlich, dass wir das Ganze dementsprechend halt so mit diesem richtig tollen Repaint hier basteln können. Ich habe ein Bild gesehen und dachte mir sofort, ey, das will ich haben. Das will ich haben. Es ist wundervoll. Wie fand das Ganze hier mit dem Solaris der dritten Generation von Altair? Und ja, schauen wir mal. Als, ja, ihr seht es hier, ne? Dreiachser. Und jo, wir machen mal erstmal Start klar. So, Ton sollte hoffentlich da sein. Beep, beep. Ah, da ist es. Das vermisse ich so oft schon. So, dann 601 00001. So, Waldschenke, richtig, das ist es. Nein, das war natürlich nicht richtig. RBL, so. 601. Genau, jetzt stimmt das. Genau. Es Potsdam Hauptbahnhof. So schaut's doch ganz gut aus. Ja, wir werden mal jetzt hier die Zeit jetzt hier abwarten. Ich glaube, Abfahrt ist hier um 6:16 Uhr. Deswegen werden wir jetzt mal die Zeit hier vorspulen auf 14, nicht 24. Sind nämlich schon reichlich zu spät. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Und damit starten wir. Tulpenweg. Tulpenweg. Ja. Also wirklich an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an den Hobbyfilmer, der sich da die Mühe gemacht hat, wie er sich da reingesetzt hat und für uns das gebastelt hat. Also wie gesagt, ich finde sowas immer großartig, ja. Also da muss man wirklich mal sagen, also da steckt auf jeden Fall Zeit drinne und daran erkennt man denn, wer hinter dem Kanal steht und ja, der halt wirklich auch hier sich wirklich hiermit beschäftigt, sich mit dem Kanal so weit auseinandersetzt und. Also ich finde das wirklich klasse. Hab damit nicht gerechnet. Also es war auf einmal ein Bild da, wo ich dann gesagt habe, will ich haben. So, na ja, komm, fahr. Teltow.
So. Das ist wirklich meine allerliebste Strecke hier. Ich fahre die so gerne. Wo ist mein Lenkrad? Morgen. Guten Morgen, ja, schönen guten Tag. Morgen. Ja, ihr seht es ja, morgens um 6.16 Uhr ist das Ganze. Er wusste natürlich auch, dass ich ein großer Solaris-Fan bin, ne? Gerade der von Altair. Best Bus ever. Mozartstraße. Mozartstraße. Auch diese schöne Farbe halt, ne? Schwarz-Gelb. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Schnell ein Bild gemacht von. Die Blumenstraße. Der röhrt halt ganz schön, wa? Das ist die GN-Variante. Huch. Oh, ein bisschen zu dicht am Bordstein hier. Sandnerstraße. Gehört, es soll jetzt irgendwie noch ein Update für X10 kommen? Fände ich persönlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Wenn was Neues kommt. Hallo. Ich glaube, das ist bloß ein kleineres. Ich glaube, neue Strecken werden da gar nicht hinzukommen. Da werden wahrscheinlich Bugfixes oder so kommen. Aber man muss immerhin sagen, ne? Also nach vielen, vielen Jahren kommt da jetzt ein Mini-DLC, Mini-Add-on, Mini-Update. Finde ich eigentlich schon eine relativ coole Sache. Wie gesagt, X10 ist meine absolute Lieblingsstrecke. Also es gibt keine andere Strecke, die ich eigentlich deutlich lieber fahre als hier X10. Wenn ich dann nicht so wie heute wieder massive Hänger hätte, würde das auch tatsächlich echt Spaß machen. Ach ja, das ist halt wieder. Das ist wieder Omsi. Guten Tag. Guten Tag. Ist ja ganz schön kalt hier drin. Ist ja ganz schön geil hier drin. Ja.
Oh, wir sind ja ein bisschen zu früh. Ja, mal schnell hier noch die Uhrzeit vorspulen. Dann passt das. Huch. Ja, weiter geklappt. Was ruckelt das denn heute schon wieder so? Meine Güte. Bürgertreff. Tja. Also wenn ihr euch natürlich hier auch genötigt fühlt, jetzt hier irgendwas zu machen, dann sehr gerne. Könnt ihr mir das gerne zukommen lassen. Was nämlich alles mit ins 1000 Abonnenten Special. Wenn ihr da definitiv einen Livestream machen, dann werden wir auch definitiv in diesem Livestream wahrscheinlich eine Leitstellenfahrt machen. Und dann werden wir natürlich dieses Repaint dementsprechend auch benutzen. Ja, also, das lasse ich mir nicht nehmen. Zehlendorfer Straße. Oh, ist halt ein bisschen blöd, dass es so ruckelt, so komisch. Immer ist irgendwas mit OMSI, wirklich. Also jeder Livestream, den wir starten mit OMSI, der endet erstmal in einer absoluten Katastrophe. So nach ein, zwei Stunden hat sich dann OMSI dann gefangen und dann läuft es halt und dann läuft es und dann läuft es. Aber diese ersten Stunde, die ersten anderthalb Stunden oder sowas, boah ey, wirklich. Alter, lauft doch noch langsamer rüber. Nun fahr. Richtig schön in die Sonne reingeschaut. Das läuft. Muss sowieso keiner einsteigen. Hier hat sich natürlich schon echt viel verändert. Das sieht schon lange nicht mehr so aus wie hier. Also da merkt man dann halt, dass da echt wirklich mal so ein kleines Update fehlt. Oh, jetzt fährt er nicht. Jetzt fährt der nicht. Oh. Ja, genau, Omsi. Du bist ein Held, ehrlich.
das hier durch, Alter. Das ist. Och, Mann. Ist eigentlich auch mittlerweile schon der Hafen. Ja, Teltow hat einen Hafen. Morgen. Ein Anlegehafen. Braucht Teltow natürlich auch für seine Prominenz. Ne? Ohne geht ja mal gar nicht. So, einsteigen, Dankeschön. Und weiter geht die Fahrt. Aussteigen. So früh am Morgen hier. Guten Morgen. Das wäre cool, so ein komplettes Teltow-Addon oder sowas. Das würde ich mir auch noch kaufen. Also, das Berlin-Teltow. Berlin-Teltow übrigens, ne? Das ist auch geil. Berlin-Teltow. Nein, nur Teltow natürlich. Das würde ich mir tatsächlich auch noch kaufen. Nice Straße. Vielleicht kommt der Kollege denn hier durch. Schön. Der glitscht natürlich da erstmal schon durch hier. Was ist das hier? Warum man den Bus hier so durchschicken muss? Durch so eine minimalistische Straße hier.
Wartestraße. Wartestraße. Weiter, sehr schön. Normalerweise hast du hier eigentlich immer Pech, dass du hier mal irgendeinen stehenden Kollegen hast. Aber heute wohl nicht. Hallo. 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 Guten Tag. Heute wohl nicht. Von gerne mehr Strecken, ja, von sowas hier. Ich würde sie abgrundtief lieben, wirklich. Ich würde sie so feiern. Vielleicht machen wir das auch. Wenn wir den 24 diesen Stream machen, dann werden wir mal nicht hier irgendwelche 24 verschiedene Strecken fahren hier oder sowas, sondern wenn dann mal gucken, dass wir hier einfach den X10 reinknallen und den Leitstellenpfad hier. Zack. Auf X10. Täto Feuerwehr. Und dann rein damit hier Täto und dann. Einsteigen. Kann er raus? Scheinbar wir nicht. Scheinbar nicht. Hier sind wir ja gleich am Ziel angekommen, Leute. Ich sag ja, die fährt sich auch einfach weg wie nichts, ja, die Linie. Schwarzer Weg. Damals war ja hier, glaube ich, in der Freeway-Version, war ja jetzt hier im Schwarzen Weg ja dann schon Ende gewesen. Also die haben es hier echt ausgebaut noch. Gott sei Dank. Was ist denn hier los? Verkehr. Das gehört verboten. So, Stahnsdorf. Deswegen ärgert mich auch, dass diese eine, die nicht funktioniert und die da in Potsdam spielt, die eine Buslinie. Das fand ich wirklich schade. Das hätte mich nämlich auch interessiert. Blöder Sack. Straße.
viel Verkehr hier. Ich bin gar nicht mehr gewohnt hier, wenn man immer nachts fährt. In Starnsdorf haben wir uns auch schon ein Haus angeguckt. Wenn wir jetzt an der Ampel links abbiegen müssen. Geht es dann auch ein Stück weiter. Da war dann das Haus gewesen, was wir uns angeschaut haben. Allerdings war das schon, naja. Haus konnte man nicht mehr nennen. Das Haus hatte mehr Löcher als Wände. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Naja. Also wie gesagt, an Hobbyfilmer nochmal ein dickes Dankeschön für dieses tolle Repaint. 1000 Abonnenten. Ja, wir haben es geschafft. Mit eurer Hilfe natürlich. Ohne euch wäre es gar nicht möglich gewesen. Und ja, ich freue mich natürlich auf die weitere spannende Zeit hier auf ÖPNV-Simulation. Mal gucken, was so noch so passiert in den nächsten Wochen, Monaten. Können wir auf jeden Fall, denke mal, alle gespannt sein. Ich hoffe nur, dass ich meine Qualität beibehalte und nicht irgendwann nachlässig werde oder... Guten Tag. Ihr wisst, was ich meine, dass ich euch... weiterhin natürlich immer informativ immer zur Seite stehen kann, aber ich denke mal, da kann eigentlich nicht viel schief gehen, wenn wir uns wirklich auf diese Simulatoren, die wir jetzt aktuell haben, auch wirklich nur beschränken. Anders als wie bei Microraser TV, wo man dann einfach dann mittlerweile alles gezockt hat und das war einfach zu viel, da konnte man sich halt nicht wirklich in diese einzelnen Themen halt immer reinfuchsen. Hier mittlerweile mit Omsi, Lotus und Zusi 3, denke ich mal, sind wir auf der ganz, ganz guten Seite. Mal schauen. Wie gesagt, was uns da noch so alles erwartet. Und hoffe natürlich, dass ich euch dementsprechend nicht enttäusche zukünftig. Damit erreichen wir auch unsere Endhaltestelle, ihr Lieben. Das war's denn schon wieder für diese Folge Omsi. Mit meiner absoluten Lieblingsstrecke hier in Omsi 2. Bis jetzt gab es noch keine bessere für mich. Von daher, ja, verabschiede ich mich hier schon wieder von euch. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und auf dass wir uns denn das nächste Mal denn hoffentlich wiedersehen. Ein Like nach oben ist gern gesehen sowieso. Wenn ihr natürlich die Arbeit von Hobbyfilmer dementsprechend unterstützen wollt, dann lasst einfach ein kleines Likechen da. Das Repaint, denke ich mal, werden wir dann veröffentlichen. Zum 1000 Abonnenten Special. Wer da Bock drauf hat, der kann sich das dann dementsprechend holen. Ne? Und von daher, ja, bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit natürlich. Und hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Damit danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.